Fernsehtonqualität kann es hier nicht aufliefern. Tokyo Mega erzähl mal. Präsident, die UdSSR hat ein bedeutendes Land im Mittleren Osten besetzt. Die Welt ist sich darüber uneins. Leider sind wir im Zugzwang und können nicht neutral bleiben. Wir sollten eine Seite wählen, und zwar bald. Wie stehen wir zu dieser Sache? Das ist als Kontroll. Wir unterstützen unsere Genossen. Ja, keine Ahnung, was machen wir denn? Wir müssen, ne? Mittlerer Osten oder UdSSR? Naja, gut, die geben uns Entwicklungshilfe und die, ja, nix. Hier zum Mittleren Osten. Ja. Kann man die jetzt eigentlich neu bauen? Jawohl. So. Puh, geht die Mine einfach kaputt. Ich glaube, ich spinne. Aber können wir nichts gegen das Erdbeben tun? Das ist ja scheiße. Ein Unglück, Präsident. Du kriegst dein Geld für dein Haare. Glückwunsch, Präsident. Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Das Ergebnis lautet... Nachdem El Presidente seinen Sieg über die Opposition gebührend gefeiert hat, reist er in die USA, um Lesungen zu freien Wahlen, Planung einer Zivilgesellschaft und nachhaltiger Demokratie abzuhalten. Nächste Station seiner Tour, die Schweiz. Ja, ja. Warum will er wohl in die Schweiz? Das Ergebnis lautet 76 Stimmen für Sie und 7 Stimmen gegen Sie. Seien Sie nicht überrascht, wenn die Leute künftig mehr von unserer Demokratie erwarten. So. Ich hab dazu das Zitat von Churchill bringen. So, jetzt baut aber mal die scheiß Farm auf. Ne? Das kann ja nicht so lange dauern. Arbeiten die eigentlich auch, oder? Also für mich sieht das Ding noch nicht nachgepflanzt aus. Jokure! Ach, diesen kleinen Baum hat der angepflanzt. Im nächsten Semester könnte ich Quantenphysik unterrichten. Erhabener Präsident, China ist bereit, ihren Minenarbeitern zu helfen. Wir bieten ihnen eine großartige Bohrmaschine an, um sie herauszuholen. Wer dient freundlich? Sie wird von Menschen angetrieben, die in die Pedale treten. Qualitätstechnologie made in China. Billiger Preis, da wir helfen wollen. Qualitätstechnologie, sie wird von Menschen angetrieben. Ja, bedient freundlich. Boah, ey, das war ja hier. Na ja, gut, zahlen wir mal hier. Was ist schon wieder los? Präsidente, ein Erdbeben. Der Palast ist glücklicherweise nicht so baufällig wie die meisten Gebäude der Insel. Warte nur so wieder. Warum? Das Erdbeben ist vorüber, Präsident. Es freut mich, sagen zu können, dass die meisten Gebäude unversehrt sind. Ach, zwei Mietshäuser. Oh, Mann. Ich mache mal schnell bauen. Damit unsere Leute das schnellstens einziehen können. Wir kaufen uns den Scheißbohren schon Erdbeben. Mann, Mann, Mann. Oh nein! Dieser verdammte chinesische Bohrer ist explodiert und hat ein neues, noch stärkeres Erdbeben ausgelöst. Jetzt sind unsere Minenarbeiter noch tiefer gefangen. Die Menschen, die auf eine triumphale Rettung warten, werden enttäuscht sein. Sie sollten eine Rede halten und jemandem für den Zwischenfall die Schuld geben. Ey, die scheiß Chinesen! Ja, Qualitätstechnologie, bedienfreundlich, ne? Oh, ey, und dann... Oh, ich glaub's nicht, ey. Einatmen. Aus. Okay. Wem geben wir die Schuld? Natürlich China, ist ja ihre Schuld hier. Verdammte Chinesen. Sind zu China geschuldet, im Endeffekt den Bohrer verkauft zu haben. War doch auch so. Mann. Keine Kriminalität mehr, haben wir gut gemacht. So, haben wir hier eigentlich jetzt... Oh, keine Baumstämme, ich finde mich toll. Alter, 10.000, 12.000, 0, 1.000, insgesamt 13.000. Alter.
Das geht irgendwie, ne? So, wir müssten jetzt einfach mal Minen bauen. Ja, ach, was ist jetzt hier? Lagerungen, natürlich Rohstoffe und Metalle. Oh, mit dem noch was. Lass mal hier noch Bauxite graben. Warum noch ein bisschen mit einer Goldmine? Nee, falsch. Quatscher, Trafé. Oh, Bauxite. So, dann können wir den Gold abholen. Oh, ruhmreicher Präsidente, alles, was Sie betrifft, sollte groß sein. Ihr Palast auch Ihr könnte Palast. Und sollte besser sein. Zeigen Sie dem Pöbel, wer das sagen hat. Das ist ganz sicher Geldverschwendung. Kaufen Sie alle Palast-Upgrades. Machen wir doch mal. Und was haben wir denn da? Gärten erhöhen die Schwierigkeit. Wachhäuschen erhöhen die Arbeitsbedingungen der Palastwachen. Und Statuen des Präsidenten. Ihre Bürger wagen keine Paläste im Kreis des Palastes. Schaut doch gar nicht aus wie ich. So, Ziel erreicht. Da fällt den Kapitalisten nicht, aber scheiß drauf. Ach, darf ich das jetzt hier alles selber vorlesen? Wie können Sie sich auf die billige Technologie der Chinesen verlassen, Präsidente? Sie sollten auf unsere weltberühmten Wissenschaften zurückgreifen. Ich bürge persönlich dafür, dass Sie alle Bohr-Experten sind. Bauen Sie eine Wissenschaftsakademie und ich verspreche Ihnen, dass ich unsere Wissenschaftler persönlich inspirieren werde, eine geniale Lösung zu finden. Boah, das klang gerade voll psycho. So, jetzt werden wir eine Wissenschaftsakademie bauen. Dann bauen wir das hinten fertig. Nochmal gucken. Jetzt müssen wir dann unsere Minenarbeiter wieder rausholen. Ich glaube, das ist das aktive Vulkan. Und unsere Bedingungen. Wir fahren zu einem. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich die ganze Insel. Ja, gut, hier. Toll. Jetzt habe ich die ganze Insel von einem scheiß Vulkan eingedeckt. Na, geil. So, Tsunami. Ja. Der räumt nur hier auf und die Minen lässt da stehen. Oh, Verschmutzung, ein guter Start. Wir müssen eigentlich eine Mülldeponie bauen, fällt mir gerade so ein. Ja, das fällt mir jetzt einmal. Wir können doch auch Salzminen bauen, oder? Hier gibt's Salz, dann könnten wir hier eigentlich Salz exportieren. Damit wir hier einfach ein großes Spektrum haben, falls mal Preis von dem einen fällt, haben wir noch das andere, um das wieder aufzubiegen. Das wird uns helfen. So, nochmal hier schön hinsetzen. Tropico hat jetzt über 100 Bürger. Ein kleiner Schritt für die Welt. Ein großer Sprung für Tropico. Ja, wir können 150 Leute annähern, also lassen wir das nur so, Alter, 13.000. So, steht die Mine. Gut, dann will ich hier noch eine Salzmine bauen. So. Dies ist unsere erste experimentelle Gewürzmine. Noch haben wir Probleme mit der Pfeffermine, aber die Senfmine wird planmäßig eröffnet werden. Die Salzmine gewinnt Salz aus nahegelegenen Vorkommen, die sich, im Gegensatz zu Erz, nie erschöpfen. Die Salzmine fördert auch den Bau von Ranches und Konservenfabriken der Umgebung. Geil. Wenn wir denn Konserven herstellen würden. Das ist natürlich die Bedingung davon, nach Dorf. Meine Companieros und Companieros. So, was wollten ihr von mir? Ehrwürdiger Herrscher, der mächtige chinesische Drache hat eine Bitte an Sie. Nix gibt's. So, wir bauen erstmal hier. Dann baut doch jetzt den Schwo. Wo sind eigentlich meine Bauaufgaben? So, ich denke fast, wir sollten jetzt hier wieder auf die Präventivmedizin schalten, weil jetzt eigentlich hier ist mit Arbeitskräften sehr souverän gelöst. Da bin ich stolz auf mich. So, und wer zur Ruine baut denn hier jetzt? Och man, plötzlich neue Einwanderer, siehst du mal, alle wollen zu uns.
Jawohl! Ja, sie fährt zur Farm. Kolumbianische Barone haben größere Armeen als wir. Das ist inakzeptabel. Die aktuelle Bevölkerungsanzahl erfordert mindestens 5 Soldaten mehr zur Verteidigung. Ja, schön für dich. Ich brauche aber keine große Armee. Warum? Weil ich keine große Armee brauche. Wozu denn? Die haben ja unsere Palastwachen, mehr brauche ich nicht. Jo, ein Bauarbeiter, eine Bauarbeiterin kümmert sich um... Agent Sascha, schön, dass Sie Ihren supergeheimen Bunker in Russland verlassen konnten, um heute bei uns zu sein. Ich wollte Sie schon immer fragen, wie kommt es, dass Ihr Haar so glänzt? Genossin Sunny, ich freue mich, hier in Tropico zu sein, um das Licht des Kommunismus für zukünftige Generationen zu verbreiten. Ja, ja, alles schön und gut, aber sagen Sie, wie haben Sie so prächtiges Haar hinbekommen? Ja, super. Die reden irgendwie an sich vorbei. Ich weiß nicht, denke ich das oder... Oh, guck mal, da war ein Boden, ich glaube, und da ist ein Gestell. Und hier ist ein Brett. Und hier ist ein Haufen. Und hier ist ein Baum. Ja, auch Palmen sind Bäume. Ja, macht der oder... Boah, die dauert irgendwie länger, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum, ne? Also, ich weiß nicht. So. Jawohl, 15% plus insgesamt. Präsidente, warum sollten uns diese reichen Ausländer nicht ihr Geld geben? Wir sollten ein paar Angebote für Investitionen auf unsere Insel annehmen. Das bedeutet mehr Geld und Beschäftigung. Holen Sie 3 neue Privatunternehmen auf die Insel. Sie werden eine Börse brauchen, um Investitionsoptionen akzeptieren zu können. Jetzt aktivieren sagen. Nee, das brauchen wir gerade nicht. Wir haben hier genug Kohle. Was wir brauchen, ist eine... Mysteriumsockner, oder? Haben wir... Okay, dann bauen wir jetzt erstmal ein Mietshaus. So einfach nur, weil es hier gerade Dingsens ist und dann brauchen wir ein Ministerium. Schön, dass mir das hier direkt reingeschmissen wird. Das würde ich aber ja so bauen wollen. So, Ministerrat, was haben wir denn hier? Wirtschaftsminister. Hier gute Intelligenz, Bildung, außergewöhnliche Intelligenz, Auswärtiges Amt, haben wir keinen, brauchen wir keinen. Inneres, haben wir keinen, Verteidigung, außergewöhnliche Intelligenz. So. Nur mit intelligenten Ministern werden wir Tropico richtig rulen können. Jawohl, und es schaut eigentlich schön aus hier so meist. Nehmen so ein paar Bäumchen schon los. Ach, finde ich schön, hier kann man sich auch so ein paar Last setzen und Tropicos. Sprich schnell! Präsidentes Reden. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was? Wir haben doch das Geld da. Da warten wir doch jetzt nicht auf unsere Bauarbeiter, die eh nichts auf die Reihe geschissen bekommen. So, und jetzt die Wissenschaftsakademie. Bildung. Ach halt, Moment, wir haben 14.000. Ja gut, kostet die Hälfte unseres momentanen Vermögens. Passt doch direkt hierher. So. Mal gucken, theoretische Forschung. Diese Art der Forschung ist die beste. Kostengünstig. Man gibt faulen, nichtsnutzigen Professoren ein Stück Kreide und eine Tafel und sie haben ihren Spaß. In diesem Arbeitsmodus werden für das Gebäude normale Unterhaltskosten fällig. Bildungsstandards? Wenn Sie die Anzeige auf niedrig stellen, kann jeder graduieren. Die Unterhaltskosten für das Gebäude müssen wir dann aber verdoppeln, um eine Forschungsstudie über Idiotie finanzieren zu können. Dumme Menschen können graduieren, doch die Kosten verdoppeln sich. Unsere Wissenschaftler können zu Experten werden, wenn es darum geht, Geld zu kassieren. Die Kosten für Baupläne variieren sich stufenweise bis zu 50%. Ich würde erstmal die Forschungsprämie machen, uns mangelt es ja nicht an gebildeten Arbeitern. Gehen. Zum Glück haben wir nur eine Wissenschaftsakademie. Das gilt jedoch nicht für Sie, Präsidente. Dank unserer neuen Klontechnologie. Jetzt können Sie reden, hatten gleichzeitig Rebellen bekämpfen. Wenn Ihr Klon letztendlich besiegt werden sollte, machen wir einen